Der politische Aschermittwoch der Parteien steht traditionell für Kampfansagen. Denn am Ende geht es nämlich darum, das Leben von Menschen besser zu machen. Dafür machen wir Politik. Walburg TV war zwar nicht in einem bayerischen Bierzelt, aber beim gut besuchten Heringsessen der Walburger SPD in Ahausen. Gut besucht allein schon, weil sich der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel angesagt hatte. Am Rande der Veranstaltung stellte sich der Politiker den harten Fragen unseres Moderators Thomas Schäfer. Berlin, was ist da schiefgelaufen? Wie kriegen Sie den Trümmerhaufen wieder zusammen? Ja, ich glaube, dass wir am gestrigen Tag wirklich wichtige Entscheidungen getroffen haben, Orientierung zurückzugeben, Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Die letzten Tage waren nicht schön für die Sozialdemokratie. Personaldebatten haben alles überlagert. Das war unnötig und da gab es auch ganz dezidiert Fehleinschätzungen, die wir in Berlin vorgenommen haben. Dazu habe ich auch klar Verantwortung übernommen und das auch formuliert. Auf der anderen Seite haben wir eben auch gestern klare Entscheidungen getroffen und man hat das, glaube ich, auch heute hier gemerkt. Es gibt ein klares Willen auch dazu, die Erfolge bei den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU nicht nur zu sehen, sondern jetzt auch mit daran zu wirken, dass das am Ende erfolgreich umgesetzt werden kann. Die Asche ist gut angekommen, auch hier im Saal. Jetzt ist natürlich die Frage, so als Außenstehender, denkt man darüber nach, sind sich denn die Verantwortlichen darüber bewusst, welchen Flurschaden sie anrichten und wie viel Wasser sie damit auf die Mühle der AfD gießen? Also ich glaube, dass allen Beteiligten klar war, dass die letzten Tage nicht gut waren, dass wir Handlungsfähigkeit wiederherstellen mussten. Das ist gelungen. Das hat vor allem auch viel damit zu tun, dass Martin Schulz seine persönlichen Ambitionen zurückgestellt hat, um damit den Blick wieder freizugeben auf die inhaltlichen Fragen und damit eben dann auch Antworten geben zu können auf die Fragen, die ja Menschen bewegen bei bezahlbaren Wohnen. Bei der Frage Mobilität in Stadt und Land, bei der Frage der Zukunft der Arbeit, insbesondere auch von unberechtigten Befristungen im Arbeitsrecht, bis hin zur Frage, bekommt man einen Arzttermin und wann bekommt man ihn und bekommt man auch die beste Behandlung, die einem als Patienten zusteht. Das sind ja die Fragen, um die es wirklich geht, also um die Fragen der Sicherheit und Stabilität in Zukunft. Und da haben wir viel im Koalitionsvertrag erreicht und mit der Entscheidung von Martin Schulz ist es jetzt auch wieder möglich, darüber zu reden. Am 28. Oktober ist die Hessenwahl. Man geht dann natürlich schon mit gemischten Gefühlen voran. Man weiß, dass es ernst wird. Wie schätzen Sie denn die Chance ein, die immer auch heute wieder geäußert wurde, tatsächlich wieder an die Regierung zu kommen in Hessen? Also ich gehe da überhaupt nicht mit gemischten Gefühlen ran. Ich bin wirklich gut vorbereitet für diese Landtagswahl. Wir uns haben das letzte Mal 4.000 Stimmen gefehlt, um eine eigenständige Regierungsmehrheit zu organisieren. Das wollen wir diesmal ändern. Wir haben den Anspruch, stärkste Fraktion im Hessischen Landtag zu werden. Ich habe den Anspruch, Ministerpräsident in Hessen zu werden, um eine Regierung der Erneuerung anzuführen, wo es um die Fragen beispielsweise des bezahlbaren Wohnens, aber auch der Mobilität in Stadt und Land geht. Es gibt große Themen, die wir lösen müssen. Die kann man nicht aussitzen. Und der Stillstand, den wir jetzt 4 Jahre erlebt haben, der nur deswegen nicht aufgefallen ist, weil die öffentlichen Kassen richtig voll waren. Dieser Stillstand darf sich einfach nicht fortsetzen, weil man Zukunft eben auch machen muss. Und das ist der Anspruch der hessischen Sozialdemokratie und von mir sein. Also nochmal, ich gehe da überhaupt nicht mit gemischten Gefühlen rein, zumal der 28. Oktober mein persönlicher Glückstag ist. Meine Frau hat an dem Tag Geburtstag und wir beabsichtigen, nicht nur ihren persönlichen Geburtstag zu feiern, sondern auch eine Mehrheit im Hessischen Landtag zu feiern am Abend, mit der wir dann eine Regierung bilden können. Einen vollständigen Bericht sehen Sie in unserem nächsten Walburg TV Magazin.